Mit geschlossenen Augen richtet ihr sanft euren Oberkörper auf und fühlt diese Aufrichtung im Oberkörper. Hier sitze ich jetzt. Beginnt euren Körper wahrzunehmen. Beginnt mit den Füßen. Wie liegen meine Füße auf? Meine Knöchel, meine Unterschenkel, meine Oberschenkel. Wie fühlt sich die rechte, die linke Seite an? Wie ist mein Oberkörper aufgerichtet? Wir können die Schultern einmal sanft nach oben und hinten unten rollen, um dieses Gefühl zu haben, dass die Schulterblätter sich sanft begegnen und das Brustbein sich hebt. Und die Finger sind locker auf den Knien. Wir fühlen hin zum Nacken und zum Kopf. Ja, der Kopf sollte so am Nacken sein, dass der Nacken nicht so viel Gewicht tragen muss. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Macht einen langen, tiefen Atemzug. Hier sitze ich jetzt. In dieser sanften Aufgerichtetheit. Und ihr fühlt jetzt den ganzen Körper, wie er hier sitzt. Und lasst so in euch die Botschaft fließen, ich habe einen Körper. Dann beginnt euren Geist zu beobachten, die Gedanken zu spüren, die kommen und gehen. Und ihr sagt euch selber, ich habe einen Geist, der Gedanken denkt, Gefühle erzeugt. Und nachdem ihr sagen könnt, ich habe einen Körper und ich habe einen Geist, der denkt, wo Gedanken kommen und wieder gehen, stellt sich die Frage, wer beobachtet denn den Körper, dass er sagen kann, ich habe einen Körper? Wer ist dieses Ich, das sagen kann, ich habe einen Körper? Und wer ist dieses Ich, das sagen kann, ich habe einen Geist, der Gedanken denkt? Fühlt hinein, wer ist dieses Ich, diese Wesenheit, die beobachtet? Man kann sagen Wesenheit, Seele. Es gibt diesen Beobachter, der den Körper und den Geist beobachten kann. Wenn ihr zum Beispiel jetzt den rechten Arm hebt, dann versucht den Körper zu beobachten und zugleich euren Geist. Entsteht ein anderer Gedanke, wenn ich jetzt den rechten Arm hebe und wenn ich den Arm wieder absinken lasse? Wenn ich das dann links mache, versucht zu spüren, wie jetzt Körper und Geist miteinander agieren. Was, wenn ich meine Arme zum Herzen bringe, entsteht ein anderer Gedanke, als wie wenn ich sie hebe? Wo würde denn jetzt mein Geist den wohlfühlendsten Gedanken haben? Wo sollten denn meine Hände jetzt sein? Wie sollte jetzt mein Körper meine Hände platzieren, damit ich mich am wohlsten fühle? Genau, ja, das ist für jeden unterschiedlich. Und spürt jetzt, wie euer Körper und euer Geist miteinander arbeiten. Macht jetzt auch noch zur Übung eine ganz unangenehme Bewegung, die euren Geist aus der Ruhe jetzt rausbringt. Eine Bewegung, die jetzt gar nicht angenehm wäre. Ja, was macht meine Gefühle jetzt? Was machen meine Gedanken, wenn der Körper sich in eine solche Position begibt? Fühlt es und dann befreit euch wieder und kehrt zurück zu eurer Wohlfühlposition. Sehr gut. Schön. Und in dieser Wohlfühlposition bleiben wir jetzt. Und wenn wir dann weiter üben,
dann versucht immer wieder mal zu spüren, wenn mein Körper diese Bewegung macht, was sagt mein Geist dazu? Wie arbeiten sie miteinander? Und ihr lasst noch ein Danke jetzt fließen zum Körper und zu eurem Geist und eine Dankbarkeit auch, dass sie so gut miteinander arbeiten. Und dann beginnt tief in Ujjayi zu atmen. Ihr könnt die Hände jetzt auch wieder woanders hinlegen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dann freier atmet. Oder ihr lasst sie dort, wo sie jetzt sind. Der Atem fließt vom Bauchweg über die Brust in die Schulterspitzen hinauf und fließt von den Schulterspitzen wieder abwärts Richtung Nabel. Und euer Geist erzeugt ein Lächeln. Beziehungsweise ihr macht ein Lächeln, lasst ein Lächeln entstehen und dieses Lächeln beeinflusst wiederum euren Geist oder die Gefühle, die entstehen und die Gedanken, die entstehen. Ihr lächelt und atmet. Sehr gut. Und irgendwann hebt ihr dann die Arme an. Beide Arme seitlich anheben. Einatmen, beginnen und die Arme heben. Ausatmen, beginnen und sie absenken. Und während ihr einatmet, beginnt ihr ein bisschen euch zu drehen. Die Arme gehen hoch, nur ganz wenig in die Drehung gehen. Die Arme gehen hoch und sie gehen ausatmend wieder nach unten. Aber ihr geht nicht zurück, sondern ihr bleibt in dieser sanften Drehung und dreht dann weiter beim nächsten Mal. Versucht noch mehr in die Drehung hineinzugehen, auf die gleiche Seite, genau. Und wieder ausatmend nach unten. Und vielleicht geht es noch ein drittes Mal in die Drehung zu gehen und die Drehung noch zu verstärken. Sehr schön. Dann kommen wir mit dem nächsten Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmend die Arme wieder absenken, also die Arme immer anheben beim Einatmen. Und jetzt zur anderen Seite. Eine kleine Drehung, wenn die Arme anheben und die Schultern nach hinten unten gehen. Ausatmen, die Arme absenken. Die kleine Drehung verstärken wir beim nächsten Einatmen. Also wir gehen tiefer in die Drehung. Schultern bleiben weit von den Ohren weg und wieder Arme absenken. Sehr schön. Und ein letztes Mal dreht der Oberkörper noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Wir senken die Arme ab, heben sie dann wieder hoch, um zur Mitte zurückzukommen. Noch einmal Arme hoch. Sehr gut. Und dann lösen wir diese Position auf in einen Vierfußstand. Also ihr kommt ganz behutsam und in eurer Zeit in einen Vierfußstand. Hier machen wir mal Katze, Kuh, also diese Bewegung, die euch ganz geläufig ist. Wir öffnen in die Katze, Kopf hebt, ausatmen, schließen wir. Genau, das ist eigentlich die Katze, nehme ich an. Genau, und einatmen ist die Kuh. Okay. Genau, wir machen den Rücken ganz rund in der Katze, Katzenbuckel. Genau. Sehr gut. Und noch einmal einatmen und öffnen. Und ausatmen, setzen wir uns zurück auf die Fersen. Und wir heben jetzt seitlich den Arm an. Wir heben einmal den rechten Arm und öffnen nach oben. Und senken ihn, ausatmen den Arm wieder ab. Wir heben den linken Arm, öffnen und senken ihn wieder ab. Sehr gut. Wir wiederholen noch einmal beide Seiten. Einatmen, beginnen, öffnen, ausatmen, absenken. Einatmen, beginnen und ausatmen, absenken. Wir machen einen Atemzug noch in der Kindposition.
Und dann schieben wir uns einatmend nach vor in den Vierfüßlerstand und ausatmend in die V-Stellung. Einatmend nach vorne schieben, bis die Schulter über der Handfläche ist und noch einmal runtergehen, Knie absenken, noch einmal bis in die Kindposition zurück. Sehr gut. Dann einatmend in den Vierfüßlerstand und wir heben den rechten Arm nach vorne an und senken ihn ausatmend wieder ab. Linker Arm anheben nach vorne. Und ausatmend absenken. Jetzt rechter Arm, linkes Bein. Beide heben an und beide wieder absenken. Und die andere Seite, linker Arm, rechtes Bein anheben und wieder absenken. Wir schieben im nächsten Einatmen ein bisschen nach vor über die Handflächen, gehen ausatmend wieder hoch in die V-Stellung zurück und bleiben. Wir öffnen die rechte Hüfte, rechtes Bein hebt und öffnet. Ausatmen, wieder absenken, langer Atem, ja, könnt ihr gut Zeit lassen, linkes Bein, langes Öffnen. Und wieder absenken. Und dann trippeln wir mit mehreren Schritten nach vorne, langsam. Ganz behutsam nach vorne steigen in eurem Tempo. Wir öffnen schön nach vorne, schließen dann im Ausatmen den Oberkörper. Und ein bisschen so in die Knie gehen, wenn ihr hochkommt. Ja, es tut dem unteren Rücken gut, wir öffnen. Und kommen in Samastiti zurück. Wir bauen jetzt einen Sonnengruß auf, ganz langsam. Wir öffnen zuerst einmal nur die Arme nach oben im Einatmen. Einatmend Arme anheben. Ausatmend absenken. Sehr gut. Dann die zweite Bewegung dazu. Einatmen Arme anheben. Anna, wir beginnen noch einmal. Ausatmen nach vorne beugen. Und in die Knie gehen und wieder hochgehen mit dem Einatmen. Und ausatmend die Arme auf die Seite. Jetzt nehmen wir auch schon die dritte Bewegung dazu. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, den Oberkörper öffnen. Ausatmen, schließen wir ihn, damit wir wieder hochkommen. Einatmen, wieder hochkommen. Sehr schön. Und schön die Bandas aktivieren. Beckenboden und unterm Nabel anspannen. Wir nehmen dann die vierte Bewegung dazu. Einatmen, Arme anheben, Schultern ziehen nach unten. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, den Oberkörper öffnen. Und ausatmen, steigen wir jetzt schon in den Stütz. Wir halten den Stütz im Einatmen, atmen auch noch aus im Stütz und schieben uns dann oder steigen wieder zurück nach vorne aus dem Stütz. Ihr schiebt euch ein bisschen in die Baustellung, steigt nach vorne mit dem Einatmen. Zweites Bein dazu, ausatmen, den Oberkörper schließen, einatmen, wieder sanft öffnen und ausatmen, die Arme auf die Seite. Und wir beginnen wieder einatmend, Arme anheben, ausatmend nach vorne beugen, einatmend aus der Mitte öffnen, ausatmend zurücksteigen in den Stütz. Wir halten den Stütz im Einatmen und ausatmend senken wir über Knie, Ferse ab. Knie, Ferse. Zurückschieben, genau. Dann einatmend aus von der Ferse nach vorkommen und ausatmend in die V-Stellung. Und jetzt bleiben wir drei Atemzüge. Konzentriert euch ganz auf euch selbst. Jetzt atmet tief ein und aus.
Wir machen noch einen letzten Atemzug. Und mit dem nächsten Einatmen steigen wir wieder mit ein paar Schritten nach vorne. Macht ruhig so ein paar Schritte und spürt einmal, wie weit kann ich da nach vorne steigen. Öffnen, ausatmen, den Oberkörper schließen. Und denkt dran, wenn ihr mit dem Rücken zu tun habt, dann unbedingt ein bisschen in die Knie gehen. Und ausatmen, die Arme auf die Seite. Und wieder einatmen, Arme anheben. Ausatmend nach vorne beugen. Einatmend öffnen. Ausatmen, wieder in den Stütz steigen. Wir halten wieder im Einatmen den Stütz. Und jetzt könnt ihr auch den Weg nach unten finden. Also Knie absenken und ganz am Bauch runtergehen. Ja, aber ihr habt auch immer die Option, Knieferse zu gehen. Einatmen, den Oberkörper öffnen. In eine ganz kleine Kobra ausatmen, zurückschieben in die V-Stellung. Und wieder drei Atemzüge bleiben, tief ein- und ausatmen. Und noch ein letzter langer Atemzug. Und dann wieder nach vorne steigen. Vielleicht steigen wir jetzt mit dem rechten Bein und ihr versucht so weit wie möglich nach vorne zu gehen und dann das zweite Bein dazu zu holen, öffnen, ausatmen, schließen wir. Gehen wieder ein bisschen in die Knie, öffnen und ausatmen, die Arme auf die Seite. Wir gehen jetzt auf die Zehenspitzen hoch im Einatmen. Nehmen auch die Arme langsam hoch. Sehr schön. Und im nächsten Ausatmen gehen wir dann in die Knie runter. Senken ab, gehen in die Knie, die Arme gehen zurück. Und einatmend gehen sie vorne nach oben. Wir bleiben unten in der Hocke. Ausatmen, dann nach vorne beugen. Einatmend öffnen wir den Oberkörper. Ausatmen, steigen wir in den Stütz. Wieder den Stütz im Einatmen halten und ihr sucht euch euren Weg, entweder über Knieferse oder über Chaturanga. Ja, ihr könnt auch in den Stütz absenken, wer die Kraft hat. Die Kobra kann eine Spur jetzt schon höher werden und langsam wieder in die V-Stellung zurückschieben. Und wieder drei lange tiefe Atemzüge. Sehr gut. Wir machen noch einen langen Atemzug und steigen dann mit dem linken Bein nach vor, also mit dem anderen auf jeden Fall. Genau, so weit ihr könnt, öffnen, ausatmen, den Oberkörper schließen. In die Knie gehen, also wir gehen jetzt richtig schön in die Knie öffnen und ausatmen, die Arme auf die Seite bringen. Ihr schließt die Augen und macht noch einen Sonnengruß A für euch ganz alleine. Ja, in eurer Art und Weise. Lasst euch auch die Zeit, die ihr braucht. Versucht die Öffnung zu spüren. Atmet ruhig im Stütz ein, bevor ihr ablegt. Und achtet darauf, dass ihr dann in der V-Stellung, wenn ihr angekommen seid, den Nacken entspannt, locker lasst, die Schultern weg von den Ohren bringt. Euer Uddiyana Bandha und Mula Bandha gut aktiviert. Tief ein- und ausatmet. Wir machen noch einen langen Atemzug.
Dann steigt ihr langsam wieder nach vorne und beendet den Sonnengruß. Wenn ihr wieder in Samasthiti seid, öffnet ihr die Augen und wir gehen in die erste Stehposition. Wir öffnen schulterbreit, Hände am Beckenrand, Brustbein öffnet und wir fassen die Zehen. Wir öffnen noch einmal im Einatmen nach vorne und dann bleiben wir. Wir beruhigen den Atem, also wir senken den Oberkörper ab, Nacken lang, beruhigen den Atem. Versucht auch hinzuspüren, ob euer Atem auch sanft fließt. Er sollte sanft und klar fließen, nicht gepresst. Wir machen noch einen langen Atemzug. Und dann öffnen wir im Einatmen und wechseln auf die mit den Handflächen unter die Fußsohlen. Auch die Daumen kommen drunter. Senken wieder ab und bleiben hier aber nur zwei Atemzüge. Bisschen kürzer. Ihr könnt es auch beugen ein bisschen, wenn es zu schwierig ist mit der Streckung oder beugen, strecken. Und dann sanft im Einatmen öffnen, aus, Hände, Hüfte. Langsam hochkommen im Einatmen und wir kommen in Samasthiti zurück und wir öffnen in Udita Trikonasana. Ein schöner mittelgroßer Schritt. Rechte Fuß dreht. Achtet darauf, dass eure Fersen auf einer Linie sind und ihr senkt sanft ab am Unterschenkel. Jetzt nicht zu tief hinein. Wir haben ja die Atemzüge, die fünf, während wir tiefer sinken können. Ja, ihr richtet euren Nacken aus, dass er lang ist. Damit geht dann das Kinn eher ein bisschen Richtung Brust und ihr schaut dann eher Richtung Nasenspitze. Wir machen noch einen Atemzug und mit dem nächsten Ausatmen Blickzehe. Einatmend hochkommen, drehen und zur anderen Seite und wieder tief atmen. Ja, die Mariette schaut zuerst auf die Handfläche, das ist fein für kurze Zeit und dann eher den Nacken lang machen, das Kinn ein bisschen Richtung Brust holen. Und mit jedem Ausatmen könnt ihr ein bisschen sinken. Wir haben noch einen Atemzug. Achtet auch darauf, dass euer Knie nicht überstreckt ist. Dann würdet ihr ein bisschen anbeugen und dann ausatmen, Blick Zehe. Einatmend hochkommen. Wir bringen jetzt beide Hände am Beckenrand für die Drehposition und drehen unseren Körper mal. Genau, sehr gut. Dann nehmen wir den linken Arm hoch vorne. Die rechte Hand sinkt hinten auf Steißkreuzbein. Und wir schieben den Oberkörper nach vorne und legen die linke Hand am Unterschenkel. Ja, die Mariette ist natürlich tief unten, aber vielleicht ist es viel höher, wo ihr seid. Bisschen unterm Knie. Und dann dreht den Oberkörper sanft auf. Ihr könnt die Hand lassen, die rechte, oder nehmt sie dann nach oben, wenn ihr wollt. Sehr gut. Wir machen noch einen Atemzug. Und wechseln dann langsam. Wir schauen nach unten. Ihr könnt gleich die Hände Richtung Beckenrand holen. Und euer Becken ausrichten. Schaut, dass zuerst parallel seid, bevor ihr überhaupt beginnt, dann den rechten Arm anzuheben nach vorne und die linke Hand nach hinten zu legen. Und dann Länge machen mit dem Oberkörper und sanft hineingehen. Das, was leicht möglich ist. Und dann wieder aufdrehen. Sehr gut. Ja, da brauchen wir ein gutes Uddiyana Band, um die Position zu halten. Und im nächsten Ausatmen wieder Blick Zehe. Einatmend kommen wir hoch
Und wir gehen langsam zurück in Samasthiti. Und wir öffnen in einem weiten, großen Schritt in Bhasvakonasana. Der rechte Fuß dreht, Fersen wieder auf einer Linie und beugt. Rechter Arm geht am Oberschenkel und der linke Arm senkrecht nach oben. Wir bleiben in der Position. Wir richten den Nacken wieder aus, also Länge hin zur Brust. Und dann arbeiten wir mit dem rechten Arm innen nach unten, soweit es für euch angenehm ist. Das kann sein, dass die Fingerspitzen nach unten gehen oder dass ihr den Unterschenkel fasst oder dass ihr ganz nach unten fasst, so wie die Marietta. Und schön öffnen über den Brustkorb. Wir machen noch einen langen Atemzug und wechseln dann zur anderen Seite. Wir lösen, heben uns langsam hoch. Drehen, lasst euch Zeit. Ihr könnt auch dazwischen atmen beim Wechsel. Und mit dem Ausatmen beugt das linke Bein. Der Arm geht am Oberschenkel, der andere nach oben. Wir folgen zuerst dem Blick hinauf zum Tisch, die Handfläche und richten dann wieder den Nacken aus. Und dann bringen wir wieder den Arm nach unten. Der Arm bleibt senkrecht, also er geht nicht über den Kopf, der obere Arm, sondern wirklich senkrecht bleiben. Sehr schön. Ja, wenn wir beim gestreckten Bein noch auf die Außenkante kommen können, ist das auch noch sehr fein. Ein Atemzug noch, ausatmen, dann Blick ziehe. Einatmen, kommen wir hoch und wir gehen zurück in die Ausgangsposition. Und wir öffnen die Grätsche. Einatmen, öffnen, ausatmen, Hände, Hüfte. Einatmen, öffnen wir. Und jetzt beugt nur mal die Beine. Geht tief hinunter, blickt dann geradeaus. Und wir halten nochmal diese Position ein bisschen. Und wir bringen die Arme auf Schulterhöhe zur Seite ein, öffnen, aus wieder zum Zentrum, an die Hüfte oder zum Herzen, genau. Und beim nächsten Mal, wenn ihr öffnet, streckt ihr die Beine wieder und geht dann beim Ausatmen nach vorne unten, bringt die Handflächen am Boden, öffnet nochmal nach vorne. Und dann bleibt ihr unten. Und tief ein- und ausatmen. Die Finger sind irgendwo zwischen Zehen und Fersen. Kommt ganz auf eure Öffnung des Körpers drauf an. Jetzt beginnen wir nach vorne zu wandern mit den Händen. Das heißt, ihr atmet weiter. Und ihr wandert und wandert weiter nach vorne. Ja, so, dass die Fersen noch am Boden sind, vielleicht gerade, genau. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Arm heben können, ein bisschen und öffnen zur Seite. Öffnen nach oben und ausatmen, bringen wir die Hand wieder nach unten. Dann die andere Seite öffnen und wieder absenken. Dann beginnen wir noch weiter nach vorne zu wandern, dass die Fersen wegkommen vom Boden. Also geht es noch weiter, weiter mit den Händen auch nach vorne. Sehr gut. Da bleiben wir kurz. Es ist schon fast wie eine Stützposition. Und dann gehen wir langsam wieder zurück. Langsam zurückwandern, bis ihr wieder ganz mit den Händen zwischen euren Füßen seid. Und dann öffnen wir im Einatmen aus, Hände, Hüfte. Und wir gehen langsam hoch. Denkt an, der Nacken ist lang. Ihr könnt ruhig ein bisschen beugen in den Knien und langsam aufrichten und ausatmen, die Arme absenken. Einatmen, heben wir noch einmal die Arme an. Ausatmen, noch einmal die Hände an den Beckenrand. Einatmen, öffnen wir noch einmal den Oberkörper. Und jetzt bringen wir die Hände zu den Zehen, wie bei der ersten Stehposition. Wir fassen die Zehen. Wir öffnen einatmend nach vorne und ausatmend bleiben wir in der Position. Wieder langer Nacken, die Ellbogen sind gut aufgestellt. Sehr gut. Ja, richtig schön die Ellbogen aufstellen. Schultern weit weg von den Ohren. Noch ein langer, tiefer Atemzug.
Und mit dem nächsten Einatmen öffnet ihr. Ausatmen, Hände in die Hüfte. Langsam einatmend hochkommen. Und wir steigen in die Ausgangsposition zurück. Sehr gut. Wir gehen einatmend auf die Zehenspitzen hoch und nehmen die Arme mit. Und ausatmend kommen wir langsam wieder zurück auf die Fersen und die Arme kommen runter. Das wiederholen wir noch zweimal. Hochziehen, ausatmend wieder absenken. Sehr gut. Jawohl. Noch runterkommen. Und mit dem nächsten Mal öffnen wir nach rechts, wenn wir oben sind. Also wir gehen nach oben und die Arme öffnen aber auch nach rechts. Also wir öffnen richtig auf die Seite, so gut es geht. Die Arme auf Schulterhöhe. Ja, genau. Naja, die Ballerina kann das halt. Also nicht entmutigen lassen. Sehr gut. Und ausatmen, geht ihr wieder langsam zurück nach vorne und wieder nach unten. Sehr schön. Und dann machen wir die andere Seite zuerst hoch und dann öffnet ihr nach links. Ja, und versucht gut über euer Uddiyana Bandha die Position zu halten und euch nach links zu öffnen. Und mit dem nächsten Ausatmen senken wir dann wieder zur Mitte ab. Sehr schön. Jetzt heben wir einatmend das rechte Bein und umfassen das rechte Bein mit beiden Händen und halten die Position. Mit dem nächsten Ausatmen öffnen wir in die Schwalbe zurück. Die Arme gehen seitlich, um die Balance abzufangen oder zu unterstützen. Einatmend kommen wir wieder nach vorne, wieder vorne das Knie hochziehen und ausatmend gehen wir in die Knie runter in Utkatasana, lösen die Position auf und wir machen das Ganze noch einmal rechts und dann zweimal links. Entschuldigung. Einatmen, hochziehen, halten. Zwei Atemzüge. Und im nächsten Ausatmenimpuls geht ihr in die Schwalbe zurück. Und kommt von dort dann einatmend wieder nach vorne hoch und ausatmend zurück in Utkatasana. Und jetzt machen wir die Übung zweimal auf der linken Seite. Den ersten Teil zwei Atemzüge. Wirklich spüren, wie das Standbein streckt. Und wie das Brustbein sich aufrichtet. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder zurück in die Schwalbe. Ja, gut. Und mit dem nächsten Einatmenimpuls vorholen das Bein über das Uddiyana Bandha. Und schön in ein schönes Utkatasana. Schön hinten nach unten sinken und die Zehen noch sehen vorne. Und wieder hebt das Bein an und ihr haltet. Und mit dem nächsten Ausatmenimpuls geht ihr wieder in die Schwalbe hinein. Öffnet. Holt euch dann das Bein wieder nach vorne. Und wir gehen wieder in Utkatasana und bleiben dort jetzt. Wir haben die Arme hinten und ziehen sie einatmend nach vorne hoch. Und bleiben unten drinnen drei Atemzüge. Schön tief unten drinnen bleiben in Utkatasana. Sehr gut. Und mit dem nächsten Ausatmen beugen wir uns nach vorne und kommen wieder in ein Vinyasa. Einatmen, öffnen wir, wie für den Sonnengruß. Ausatmen, zurücksteigen und wir senken auf Knie, Ferse ab. Sehr schön. Und bleiben einmal in der Kindposition. Atmen dort drei Atemzüge. Dann öffnen wir langsam mit dem nächsten Einatmenimpuls und kommen in den Vierfüßlerstand. Wir heben das rechte Bein
Und ziehen das rechte Bein über das linke drüber und der Blick geht über die linke Schulter zur großen Zehe vom rechten Bein. Und wir kommen dann wieder zur Mitte zurück und bringen Knie und Kopf zusammen. Also wir machen uns ganz rund. Einatmen und öffnen wir und drehen. Ihr könnt auch dazwischen ausatmen. Ja, ihr könnt dann mit dem Einatmenpuls zur Mitte und mit dem Ausatmen Knie und Kopf. Genau, ein letztes Mal einöffnen, ausatmen, in die Drehung hineingehen, einatmen, wieder zur Mitte zurück und ausatmen, ganz rund machen. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Genau, die große Zehe kann den Boden berühren, kommt wieder zur Mitte und dann dieses Rundmachen, Knie und Kopf berühren sich im besten Falle und sonst nähern sie sich an. Sehr gut. Und dann lassen wir uns auf die Fersen am Schluss wieder zurücksinken. Einmal öffnen wir noch. Und dann kommen wir zurück auf die Fersen und heben die Arme an. Und die Mariette bleibt da vorne drinnen. Ja, wir werden das gleiche. Wir öffnen die Knie, wir öffnen sie ruhig ganz weit. Genau. Und aus dieser Öffnung bringen wir jetzt die Arme nach oben und ein bisschen nach hinten. Also wir machen ein bisschen nach hinten auch. Genau, nach hinten gehen die Hände und wir öffnen ein bisschen. Ganz leicht, ganz sanft aufmachen. Mit dem nächsten Ausatmen kommen wir dann nach vorne und lassen uns nach vorne hineinsinken. Ganz weit die Knie auseinander und richtig schön hineinsinken in diese Position. Ein schöner Hüftöffner auch, den wir alle gut brauchen können. Und mit dem nächsten Einatmen öffnen wir wieder und kommen zurück in einen Vierfußstand und dann in die V-Stellung hoch. Das heißt, die Knie kommen zusammen, schwingt ein bisschen nach vorne und dann zurück in die V-Stellung. Und wir kommen aus der V-Stellung durch nach vorne in eine Sitzposition. Langsam mit ein paar Schritten durchsteigen. Wir gehen in unsere erste Vorwärtsbeuge. Zuerst die Hände auf Hüfthöhe, um zwei Atemzüge zu machen in Dandasana. Die Zehen heranziehen, Oberschenkel anspannen. Und mit dem nächsten Einatmen heben wir die Arme an und suchen sanft eine Vorwärtsbeuge. Das kann auch sein, dass einfach nur bis zum Knien oder ein Unterschenkeln kommt und die Arme vielleicht auch offen seitlich nach oben mit den Handflächen ablegen. Ja, und wer eben leicht nach vorne fassen kann auf die Zehen, kann das natürlich tun. Aber achtet immer darauf, dass euer Nacken lang bleibt, die Schultern weg von den Ohren. Sehr gut. Dann öffnen wir im Einatmen und wir fassen noch oben drüber oder nehmen seitlich die Füße. Also ihr könnt euch das aussuchen, genau wo ihr hingreift und wir bleiben da noch ein paar Atemzüge. Dann einatmend öffnen und wir gehen in unser erstes Vinyasa hinein am Bauch. Also wir rollen jetzt alle am Bauch zurück. Nehmt die Hände wirklich gut auf Herzhöhe, bevor ihr in die Cobra geht. Sanfte Cobra, der Oberkörper öffnet, dann kommt erst der Kopf.
langsam zurückschieben in die V-Stellung und wir kommen wieder durch in den Langsitz. Sind wieder in Dandasana und stellen das rechte Bein auf und legen es um für Shishasana A. Einatmen, Arme anheben und ausatmen, nach vorne beugen. Das kann wieder sein, dass ihr die Hände am Unterschenkel habt, irgendwo. Ja, je nachdem, was für euch gut und richtig ist. Oberkörper sanft strecken und öffnen. Vielleicht braucht ihr auch unter eurem gebeugten Knie einen Polster. Auch das könnte sein. Dann legt ihr einen drunter. Dann langsam wieder lösen im Einatmen. Und wir wechseln die Seite. Wir kreuzen die Beine, heben uns hoch. Kommen dann wieder zurück in den Langsitz. Dann die andere Seite, linkes Bein aufstellen und umlegen. Einatmend, Arme anheben und ausatmend, nach vorne beugen. Gebt immer den Nacken Länge und die Schultern ziehen immer wieder von den Ohren. Und ihr haltet über das Uddiyana Bandha und über die Oberschenkelmuskulatur. Im nächsten Einatmen öffnen wir und lösen die Position auf. Wir kreuzen die Beine, heben uns hoch, setzen uns wieder hin. Und wir sind eigentlich, wenn wir mit gekreuzten Beinen bleiben würden, mit gekreuzten Beinen, genau. Also im Schneidersitz. Dann stellen wir jetzt im Schneidersitz das rechte Bein auf. Ja, wir bringen es an den Knöchel vom linken. Genau, und haben eine Ausgangsposition für eine Drehposition. Das heißt, wir heben den linken Arm und wir fassen um das rechte Knie herum. Und wir bringen dann die rechte Hand nach hinten zur Wirbelsäule. Der Oberkörper streckt und öffnet und der Nacken folgt langsam mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug zieht ihr auch im Ausatmen das Uddiyana Bandha tiefer nach innen, um Raum zu schaffen für die Bewegung. Sehr gut. Und dann lösen wir die Position auf. Und wir kreuzen die Beine in die andere Richtung. Heben uns hoch, kommen wieder im Schneidersitz an. Jetzt müssen wir eigentlich die Ausgangsposition für die zweite Seite haben. Das linke Bein aufstellen, der rechte Arm hebt an. Ich strecke den Oberkörper, bevor ich langsam hineingehe in die Position. Und dann kann der Oberkörper noch einmal aufrichten und zu drehen beginnen. Und der Nacken folgt nur, ja? Der Nacken leitet nie die Bewegung ein. Wir brauchen die Öffnung im Oberkörper vor allem. Und noch einen langen Atemzug. Sehr gut. Und dann kommen wir nach vorne, kreuzen noch einmal die Beine und heben uns hoch. Achtet immer darauf, dass die Hände vor der Hüfte sind beim Hochheben, dann wieder im Schneidersitz ankommen und wir haben noch eine schöne Vorwärtsbeuge im Schneidersitz. Länge machen und ihr lasst auch nach vorne sinken. Und tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Und mit dem nächsten Einatmen öffnen wir langsam. Und jetzt gehen wir wirklich in ein Vinyasa hinein. Das kann sein, dass ihr vorne drüber geht oder ihr wieder auf den Bauch rollt. Also jeder nach seinem Können und Vermögen.
Langsam, ruhig, gleichmäßig. Sehr gut, wir kommen in die V-Stellung und wir bringen nur jetzt einmal die rechte Hand aufs Uddiyana-Bandha in der V-Stellung. Ohne dass ihr euch dreht im Becken, schön mittig bleiben. Wer kann, könnte jetzt auch das linke Bein dann ein bisschen dazu anheben, sonst bleibt es nur einfach mit dem Arm. Ja, auch das ist fein. Genau, dann lösen wir die Position wieder auf. Probieren das Ganze auf der anderen Seite, linke Hand. Und wer spürt, dass das möglich ist, das Bein dazu. Vorsichtig, sehr gut. Und wieder zur Mitte zurück. Arm absenken, Bein absenken und dann kommen wir runter auf die Knie und setzen uns noch einmal auf die Ferse. Und wir richten den Oberkörper jetzt auf und fassen die Ellbogen. Und wir öffnen einatmend nach oben. Ausatmen, absenken. Und beim nächsten Einatmen versuchen wir ein bisschen eine Drehung hineinzunehmen. Das heißt, der Oberkörper dreht so ein bisschen mit. Genau. Und dann wieder zur Mitte absenken im Ausatmen. Und dann öffnen wir und drehen zur linken Seite ein bisschen. Sehr schön. Und wieder absenken. Das Gleiche machen wir jetzt mit der Bewegung, wo wir auf Schulterhöhe die Arme öffnen. Da kommen wir auch jetzt von den Fersen weg. Also einatmen, öffnen, ausatmen, wieder zurücksinken. Und jetzt kommt wieder die Drehung dazu, zuerst nach rechts ein bisschen. Das Öffnen, sehr schön. Und wieder absenken. Und dann nach links. Ja, sehr gut. Schön auf Schulterhöhe öffnen. Gut, wir sind wieder unten. Atmen einmal tief durch. Und jetzt können wir das auch machen mit der Öffnung nach vorne. Ein bisschen hochkommen und die Öffnung geht zurück und das Becken schiebt nach vorne. Und wir gehen wieder ausatmen nach unten. Auch da können wir eine ganz sanfte Drehung hineinnehmen. Wirklich sanft. Nicht viel, aber ein bisschen. Sehr gut. Und wieder zurück. Und zur letzten Seite, also zur linken Seite noch. Dann kommen wir wieder auf die Fersen zurück. Und wir bringen jetzt auf der Ferse sitzend die Hände ineinander. Ja, das heißt, die eine zieht um die andere, egal welche vorne und hinten ist, genau. Und wir schließen die Augen in dieser Position. Ihr beruhigt jetzt den Atem komplett. Ja, das heißt, der Atem wird jetzt ganz still und ruhig. Und ihr seid wie in einer Meditationsposition für kurze Zeit. Sehr gut. Und danach lösen wir die Position über ein Vinyasa auf. Der Atem beginnt wieder zu fließen. Und wir kommen aus der V-Stellung durch nach vorne noch einmal für eine letzte Sitzposition, in der wir in die Kretsche gehen, weit aufmachen in die Kretsche. Und so weit, wie es für euch möglich ist. Und ganz sanft einmal in die Mitte hineindehnen. Ganz leicht. Ja. Und hineinspüren, ihr könnt die Augen schließen. Und freut euch über die Öffnung, die für euch möglich ist. Ja? Spürt da wirklich hin, dass ihr damit Freude habt, dass ihr nicht mehr wollt, als möglich ist. Und dann kommen wir langsam aus der Position im Einatmen hoch und dann spielen wir uns ein bisschen mit der Seitöffnung. Das heißt, wir wechseln, wir öffnen einmal zur einen Seite, dann kommen mit dem nächsten Ausatmen schon wieder zurück
Und öffnen zur anderen Seite. Und das machen wir ein paar Mal. Diese sanfte Rechtslinksöffnung spüren und genießen mit einem Lächeln. Ja, Gott. Und dann kommen wir langsam zur Mitte zurück und wir bringen unsere Beine nach vorne zur Mitte und lassen uns so ganz langsam zurücksinken in eurer Art und Weise Richtung Boden und ihr schüttelt ein bisschen wie ein Käfer noch die Arme und Beine aus, wenn ihr Lust habt. Und wir stellen dann die Füße schulterbreit ab. Wir legen die Arme auf Schulterhöhe zur Seite und beginnen mit den Beinen einmal nach rechts, einmal nach links zu sinken. Also sie können ruhig zusammen sein. Aber wer Lust hat, so wie die Marietta jetzt, und sie ganz nach außen bringen will und öffnen will, auch das ist möglich. Und auch eine Bewegung rechts, links, ein leichtes seitliches Aufdehnen vom Gallenmeridian. Ja, euer Blick kann auch mitwechseln, also der Kopf kann sich in die Gegenrichtung mit, kann mitgenommen werden in die Gegenrichtung. Sehr gut. Dann kommen wir langsam wieder zur Mitte zurück. Und bringen die Füße ein bisschen näher an das Becken heran. Und ihr könnt jetzt die Hände nach vorne unten bringen zum Becken und langsam mit der Welle beginnen. Ganz behutsam öffnen, Wirbel für Wirbel anheben und Wirbel für Wirbel wieder absenken. Lasst euch wirklich gut Zeit, damit ihr spürt, wie jeder einzelne Wirbel absenkt und jeder einzelne Wirbel auch wieder anhebt. Wenn ihr Freude daran empfindet, die Arme mitzunehmen, könnt ihr dies tun. Das heißt, beim Einatmen würden die Arme mit über den Kopf wandern. Und beim Ausatmen würden die Arme dann wieder langsam vorne unten mitgehen zum Becken. Wir öffnen noch einmal und bleiben dann oben. Wir halten die Position. Und wer möchte von euren kann, hebt jetzt die rechte Ferse dazu und setzt sie im Ausatmen wieder ab. Also das Einatmen ist das Anheben, das Ausatmen, das Absenken. Das machen wir dann auch mit der linken. Einatmend heben, ausatmend absenken. Und ihr wiederholt es noch einmal auf beiden Seiten. Sehr gut. Und dann könnt ihr noch beide Fersen beim nächsten Mal anheben und dann wieder absenken. Dann senken wir mal die Fersen ab und dann auch das Becken langsam. Und die Arme kommen wieder nach vorne, umfassen die Knie und wir rollen ein bisschen aus. Und wir legen uns so in dieser angerollten Position dann noch ein bisschen auf die Seite. Ihr könnt auch mit den Armen abstützen, die Position auf Schulterhöhe, dass ihr schön zur Seite kommt. Zieht die Knie heran an den Oberkörper. Sehr gut. Und dann gehen wir zur Mitte zurück. Und legen uns noch kurz auf die andere Seite, rollen kurz wieder aus und legen uns auf die, dann auf die andere Seite ab. Und dort wieder die Beine heranziehen und bleiben. Mit dem nächsten Einatmen kehren wir zur Mitte zurück.
Die Beine sind herangezogen. Und jetzt, wer möchte von euch, hat die Möglichkeit, in die Kerze zu gehen. Oder ich schiebe jetzt da mal etwas dazu, damit du nicht von hinten hast. Ah, geht sich auch nicht aus. Genau, legt sie einen Polster drunter. Und ihr hebt nur die Beine an. Auch, ja? Statt dass ihr hoch geht in die Kerze, könnt ihr nur die Beine anheben. Und wer in der Kerze ist, stützt die Kerze ab und wir öffnen in die Kretsche. Ja, das könnt ihr auch in der Kerze machen. Also Marietta wird beides zeigen. Also auch wenn ihr in der Kerze seid, öffnen, schließen. Ja, auch wenn ihr in der Kerze sein würdet, dann würdet ihr öffnen und schließen. Ja, das ist so ein Öffnen und Schließen. Genau. Und die Marietta rollt auch wieder runter auf den Polster zurück. Und wir machen noch eine Bewegung vor und zurück. Die, die oben sind, machen sie in der Kerze. Nicht so weit absenken. Ganz wenig, ein bisschen ein Bein nach vorne, also wie eine Schere. Also ganz sanft. Ja, genau, nur ein bisschen vor, zurück. Ja, genau. Sehr gut. Und dann holen wir wieder die Knie zum Oberkörper heran. Lösen den Polster raus. Und wir kommen in eine Sitzposition. Also wir gehen seitlich hoch in eine Sitzposition. Wir machen jetzt noch ein paar Atemübungen, vor allem Atemübungen, die Druck rausnehmen und Stress. Wir beginnen mit einer 3-6er Atmung, das heißt, ihr beginnt mit einem langen Ausatmen. Dann atmen wir ein auf 1, 2, 3 und ausatmen auf 1, 2, 3. 4, 5, 6. Einatmen, 1, 2, 3. Und ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, 1, 2, 3. Und ausatmen, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Einatmen, 1, 2, 3. Und ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein letzter Atemzug alleine. Langes Ausatmen. Und dann beruhigt ihr den Atem und bringt ihn ganz zur Stille, wie in der Meditation, ganz stille werden. Und ihr stellt euch vor, es ist Nacht. Es ist eine Vollmondnacht. Und ihr sitzt an eurem ganz persönlichen Kraftplatz. Irgendwo in der Nähe ist Wasser, ihr könnt es hören und dieses Hören vom Wasser, dieses Plätschern löst in euch ein Lächeln aus. Auch der Duft der Rosen, der in der Nähe ist, löst in euch ein Lächeln aus. Hier sitze ich jetzt, hier bin ich angekommen, hier fühle ich meine Kraft und meine Stärke. Hier kann ich mir Energie holen und auftanken. Und mit viel Dankbarkeit in eurem Herzen nehmt ihr all dies wahr. Den Duft der Rosen, das Plätschern des Wassers, die Stille der Nacht. Und ihr fühlt, wie langsam der Vollmond aufgeht. Ihr fühlt dieses weiße, klare Licht der Stille und Ruhe. Ihr spürt dieses helle Licht,
das über euer drittes Auge zwischen den Augenbrauen in euren Körper hineinsinkt. Dieses Licht ist ein Licht der Klarheit, der Stille. Und dieses Licht bringt diese Stille und Klarheit in eure Zellen. Jede Zelle wird berührt von der Stille und Klarheit, dem Frieden dieses Lichts. Es ist auch ein Licht der Heilung. Ein Licht, das den Raum in uns ganz weit öffnet. Ein Licht, das uns bewusst macht, dass wir Seele sind. Das Licht zeigt uns, wer wir sind. Es verbindet uns. Jede Zelle in euch spürt die Stille, den Frieden. Und diese heilende Energie. Und mit einem tiefen Atemzug holt ihr noch einmal das Licht mit voller Dankbarkeit in euren Körper. Und dann lasst ihr das Licht über den ganzen Körper drüber fließen. Das könnt ihr gerne noch ein-, zweimal wiederholen. Dankbar lächelnd atmet ihr ein. Und fühlt, wie das Licht sich über den ganzen Körper verteilt. Und wann immer ihr dann das Gefühl habt, ihr möchtet euch gerne in eine Shavasana-Position begeben, dürft ihr dies tun. Vielleicht legt die Hände noch kurz auf euer Herz, bevor ihr euch hinlegt. Und fühlt noch einmal diesem Licht nach und nehmt dann das Licht mit in eure Shavasana-Position. Wie immer sie aussieht. Wir haben viele Möglichkeiten, in Shavasana zu sein. Wenn jemand das Gefühl hat, er möchte einfach nur sitzen bleiben, auch dies ist möglich. Ihr könnt euch seitlich legen, am Rücken legen. Macht ein, zwei, drei tiefe Ausatmenseufzer, wenn ihr angekommen seid in eurer Position. Und dann beruhigt den Atem und sinkt in die Matte hinein. Good move in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footprints in the sea and rides upon the storm. God moves in a mysterious way, his wonders to perform. He plants his footprints in the sea and rides upon the storm. God of mercy, God of grace, give me eyes to see, eyes to see your smiling face. Within the mystery,
Dann holt ganz behutsam euer Bewusstsein zurück und fühlt noch einmal das Licht des Vollmondes, wie es auf deinen ganzen Körper scheint und ihn nährt und deinem ganzen Körper wissen lässt, dass alles so, wie es ist, gut ist. Dass du beschützt bist und geborgen. Und mit einem Lächeln der Dankbarkeit hin zum Mond beginnen wir uns zu bewegen und zu atmen, zu strecken, bewusst wieder tief ein- und auszuatmen. Und ihr sucht in eurer Zeit ganz behutsam den Weg zurück. Und wir falten die Hände am Sitzen und singen noch ein gemeinsames dreifaches Om. Dann verneigen wir uns vor uns selber und voreinander und vor allem, was ist. Dankeschön.